Super. Hallo. Hallo, Papa. Ja, hallo, Papa. Ich wollte hallo, Papa sagen. Ich habe an Facebook dieses... Es wird wieder ein Pullover geben. Weißt du, was ich meine? Es wird eine Überraschung geben. Hallo, ihr Lieben. Wir sind heute bei dem Sebastian Puffpaff zu Gast. Ich glaube, das vierte, fünfte Mal, ich weiß es gar nicht. Es kommt mir vor, als sei es das erste Mal so aufgeregt, wie ich bin. Aber wir haben uns tatsächlich schon ein paar Mal getroffen, das stimmt. Genau. Ja. Und ich freue mich. Ich mich auch. Weil jetzt jedes Mal, das Lustige ist, jedes Mal, wenn ich zu dir komme, denke ich, oh, war ja ein cooles Interview und hin und her. Dann gucke ich am nächsten Tag Nachrichten und denke mir dann, darüber kannst du mit dem Puffpaff quatschen. Verdammt, Hackel. Also drücken wir jetzt die Daumen, dass Donald Trump, Kim Jong-un oder wer sonst noch da draußen sein Unwesen treibt, nichts Blödes jetzt macht. Das wäre jetzt die erste Frage gewesen. Oh. Als wir das letzte Mal zusammengesessen haben, hast du nämlich gesagt, vielleicht sitzen wir das nächste Mal zusammen und ich sage auch, Donald Trump hat einen ganz guten Job gemacht. Was hat er denn für einen Job gemacht? Ja, also da müssen wir, glaube ich, noch ein paar Jahre warten, bis ich den Satz tatsächlich laut ausspreche, dass er einen guten Job gemacht hat. Naja, also was soll man dazu sagen? Ne? Er entpuppt sich als diese Lufthupe, vor der wir alle am Anfang schon Angst hatten und jetzt immer noch Angst haben. Aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe es halt einfach nicht. Klar, wir leben im Zeitalter der Demagogen und Populisten, aber da kommt ja wirklich so viel Schrott aus diesem Mann, dass ich einfach, ich kapiere es nicht. Auch wo ist die Rebellion? Also der darf doch nicht das mächtigste Amt der Welt besetzen. Gut, demnächst ist halt glücklicherweise, mittlerweile muss man sagen, ein Glück ist es demnächst der Chinese. Oder das chinesische ZK. Oder. Auch, das Schöne ist natürlich, auch Putin und Co. wirken viel sympathischer auf einmal. Vielleicht Bush ist das, nicht. Ja. Bush ist auch auf einmal gar nicht mehr so. Selbst Bush hat ja Trump kritisiert vor zwei Tagen. Und das muss man ja erstmal schaffen. Also wenn du vom Vollpfosten kritisiert wirst, das macht dich ja zum Obervollpfosten. Aber er ist ja ein Gewinnertyp. Er will halt einfach der Beste sein. Und dann ist er halt jetzt der beste Vollpfosten. Der beste Vollpfosten, ja. Aber du hast das letzte Mal gesagt, du wärst insoweit ein Optimist, dass du sagst, wie dir einer eine Knarre an den Kopf hält, sitzt immer noch sagen, hö, der macht einen Witz. Kann man darüber noch Witze machen, wenn jetzt, ich meine, klar, Vollpfosten 1 gegen Kim Jong-un am roten Knopf sitzt? Naja, grundsätzlich muss man immer Witze machen. Also wenn uns der Optimismus wegstirbt, dann brauchen wir da draußen auch nicht mehr rauszugehen, sondern dann schütten wir uns zu Hause mit einem A- und P-Korn zu und sagen, komm, das war's. Nein, also meinen Optimismus, den verliere ich nicht. Ich finde es nur wirklich, also du erwischt mich in einer zwischen den Stühlen Situation, wo ich wirklich nicht weiß, was will der Wähler? Also wohin geht's jetzt? Ne? Also wir haben Trump, wir haben Macron, jetzt haben wir in Österreich Kurz, baut sich jetzt gerade Lindner dann dazu auf, demnächst auch halt dieser charismatische Führer zu werden. Also was will der Wähler? Wollen wir jetzt alle wirklich nur noch Heldenfiguren, von denen wir dann nicht mehr genau wissen, wofür stehen sie? Also ist es das wirklich? Sind wir schon wieder beim Abstieg ins Mittelalter? Also, ne? Also so weit sind wir ja vom Feudalsystem mit den Vasallen nicht mehr entfernt. Ich weiß es wirklich nicht, ich habe keine Antwort. Ich stärke jetzt die APO, also die außerparlamentarische Opposition, dass wir im Zweifelsfall als Rebellen die Macht wieder an uns reißen werden, um dann wieder, wenn es denn nötig ist, dieses Land, die Welt auf Kurs zu bringen. Okay. Aber es ist wirklich, also ich könnte jetzt hier stundenlang noch Nebelkerzen zünden und so. Ich weiß es nicht. Ich meine, guck dir unsere Wahl an. Es gibt de facto keine Volkspartei mehr, also gibt es nicht mehr. Eine Volkspartei ist per Definition 35% aufwärts, also haben wir nicht mehr. Also das heißt, ne, wenn man sich schon in der Parteienlandschaft abgebildet so zersplittert hat, dass man ja auch überhaupt keinen Mainstream mehr hat, also auch keinen politischen Mainstream mehr hat, wer bin ich, dass ich jetzt sagen könnte, das deutsche Volk, das europäische Gedankengut oder aber der weltliche Gedanke denkt mehr oder minder in diese Richtung. Abwarten, jede Krise so nehmen, wie sie denn da ist, und wenn ich eine Idee für irgendwas habe, wird sie ausgesprochen. Okay. Gilt auch jetzt für die AfD, ne? Ja, klar. Du, das Witzige ist ja, ich finde es ja schon fast ein bisschen platt. Jetzt hat man kapiert, die AfD wurde groß gemacht, indem man sie groß geredet hat, also indem man halt zu viel Gegenwind produziert hat. Und jetzt beachtet man sie einfach überhaupt nicht mehr. Ich meine, man sieht ja de facto, was wirklich jetzt gemacht wird, nach dem Motto, okay, alles klar, ihr werft uns vor, wir haben sie groß gemacht, dann reden wir jetzt einfach gar nicht mehr über die. Und ich glaube, das könnte tatsächlich eine Variante sein. Ich meine, die AfD ist ja auch in sich jetzt schon, also sie ist ja jetzt schon innerhalb, seit dieser Bundestagswahl zu zwei Parteien geworden, jetzt haben wir die Blauen und die AfD. Und ich glaube, diese Machtkämpfe werden diese Partei auch noch zerrütten. Also meine Hoffnung ist, dass im Grunde genommen mehr oder minder das gleiche Schicksal wie die Piraten ereilt. Dass halt aufgrund keines gewachsenen Klientels, also mit einer Hierarchie, dass das sich im Grunde genommen selbst zerschießt. Jetzt hast du in deinem Programm, auf das wollte ich jetzt nämlich auch zu sprechen kommen, die es noch nicht gesehen haben, worum geht es denn mal ganz kurz?
Naja gut, mein Programm ist ja, es geht ja gerade darum, was sind unsere Befindlichkeiten, was sind unsere Sorgen, was sind unsere Ängste, was regt uns auf. Und eigentlich ist halt dadurch mein Programm, was ja jetzt sich eigentlich eher dem Ende zuneigt, also dementsprechend, ich ziele ja jetzt auf die Derniere dann in einem Jahr, mittlerweile ist es ja relevanter, als es noch bei der Premiere war, weil ich gehe ja viel mehr darauf ein, was sind unsere Ängste, also wie geht es mir jetzt und was wünsche ich mir? Und das sind ja genau die Fragen, die wir uns stellen müssen, um dann adäquat auch wählen zu können. Ja. Also wenn ich jetzt weiß, zum Beispiel, ich möchte G8, G9 Rente mit so und so viel oder sonst sowas, dass ich mir dann halt gucke, welche Parteien bieten das an. Da bin ich jetzt gerade tatsächlich mit meinem Programm relevanter als noch vor 2,5 Jahren, als ich damit begonnen habe. Mhm. Und ansonsten geht es halt weiter darum, die Zuschauer und damit auch uns als Volk abzuklopfen, daraufhin abzuklopfen, worum geht's? Mhm. Was wollen wir? Wie wollen wir gegebenenfalls in der Utopie irgendwann leben? Du hast in dem Programm irgendwie so zwei Feindbilder, so ein bisschen, würde ich sagen. Ne? Einmal so die, habe ich jetzt so interpretiert. Erzähl, welche? Ja, einmal so die rechten Gruppierungen, ne? Also ich sage mal rechte Gruppierung und oder wie auch immer AfD. Extremes Gedankengut, ja. Und die Kirche. Ich bin jetzt übrigens ausgetreten aus der Kirche. Sehr gut, sehr gut. Hast du noch ein Konto bei der Deutschen Bank? Ja. Siehst du? Das? So, wenn wir uns das nächste Mal sehen, jetzt auf Video, bitte auch aus dieser Kirche austreten. Ja? Es gibt mehrere Glaubensgemeinschaften, die man nicht nur unterstützen sollte. Ja, ich 50%. Ja, genau. 50%. Du, das ist eben. Ich möchte dich auch nicht damit kritisieren, sondern ich möchte dich loben. Ja, sehr gut. Dankeschön. Aber es ist trotzdem noch ein Weg zu gehen. Ja. Also, das Konto bei der Deutschen Bank mindestens genauso wichtig. Aber die Frage wäre jetzt, von wem kriegst du mehr Fanpost? Vor der AfD oder vor den, AfD von der Kirche? Viel, viel höher motiviert. Ja. Kirche ist mittlerweile, ich glaube, die sind in sich selbst schon darüber, sind sich fast einig darin, ja, wir haben Mist gebaut. Ganz wenig, aber AfD, klar. Okay. Aber auch da, wo ich sie gar nicht angreife, das ist ja das Witzige. Also es ist, manchmal habe ich das, selbst die Hater, wenn du den Hatern keinen Angriffspunkt lieferst, haten sie trotzdem. Und dann fragen die mich, was hatest du denn jetzt eigentlich gerade? Ja. Und dann, ja, also Puffpuff, Scheiße. Und dann kann ich nur sagen, es ist eine Meinung. Mhm. Hat er recht? Mhm. Okay. Okay. Ja. Jetzt wollte ich nochmal mit dir über das Fernsehen sprechen. Sehr gerne. Trash-TV. Du hast dich mit, ich glaube, vor 3-4 Jahren mit Desi Renick ordentlich mal gezofft beim Lanz, ja, wo es darum ging, Dschungelcamp und so weiter, wer muss wen von wem schützen. Ja. Was findest du an Trash-TV so schlimm? Naja, ab einem gewissen Punkt, wenn es dieses, weißt du, früher gab es beim Zirkus die Freakshow und im Endeffekt hast du halt minder Bemittelte, ja, oder sagen wir mal, ja, also, nein, die hast du vorgeführt, ja, also wenn das heißt, ne, wenn du die Wolfskrankheit hattest, also komplett zugewuchert warst oder sonst sowas, dann wurdest du da ausgestellt. Und im Endeffekt sind wir gar nicht so weit davon entfernt, wenn jetzt bei Schwiegersohn gesucht oder sonst sowas. Oder Schwiegertochter oder wen sie halt gerade alle suchen, also Meerschweinchen gesucht. Wenn man halt das leuchtende Meerschweinchen nimmt und das dann halt vorführt, nach dem Motto, sieh her, es ist ein absonderliches Meerschweinchen und sich dieses Meerschweinchen halt ob seiner Besonderheit nicht richtig verteidigen kann. Und da muss man halt sagen, da gibt es schon auch sowas wie einen Schutzauftrag, den man einhalten sollte. Nämlich, dass man nicht jetzt einfach nur noch plump über das Anderssein von anderen lacht. Das ist eine Vorführung an den Pranger stellen. Hm. Das finde ich immer noch, da will ich auf Frau Nick immer noch sagen, nee. Du, aber ansonsten können gerne auf Mallorca Ralf Richter und, weiß ich nicht, und Onkel Jürgen miteinander beim Promi-Kochduell sich sonst noch was liefern. Hm. Also da habe ich auch nichts gegen. Wenn sich jemand freiwillig in einen Container anschließen lässt und Promi-Big Brother draußen draufschreibt oder ohne Promi, okay, sollen sie machen. Wäre aber nie was für dich? Du! Ich würde es also, mir angucken. Also, wenn ich in den Dschungel gehe, dann nehmt doch einfach diesen russischen Söldner, die wohl angeblich für $50 Menschenleben ausschalten, dann soll der mich ausschalten. Wobei ich damit dann natürlich dem RTL-Publikum schon wieder, oder RTL-Quote liefern würde. Ja, nee, also dann, nein, also um Gottes Willen, also dann würde ich dann doch eher noch ganz viele andere Sachen machen. Da wäre ich eher noch Fremdenführer in, weiß ich nicht, Dresden. Aber andere Sachen ist auch ein gutes Stichwort, jetzt kommen wir nämlich zu deinem Fernsehen. Als wir auch wieder das letzte Mal zusammengesessen haben, hat es mir jetzt hier das dritter Stock links abgesetzt worden ist. Jawohl. Jetzt sehe ich immer wieder auf Facebook Bilder von den Leuten, die bei dritter Stock links mitmachen, die über Laptops hängen, die irgendwie erzählen und machen. Da frage ich mich, was passiert denn da gerade? Gibt es da jetzt weiter? Ja, also man muss ja einfach mal sagen, dritter Stock links gehört im letzten Jahr zu den 10 erfolgreichsten Formaten, die auf der ARD gelaufen sind. Wir sind zweimal für den Grimme-Preis nominiert worden und hatten auch eine Nominierung für die Goldene Kamera. Und sind trotzdem abgesetzt worden, was ich halt hinten und vorne nicht verstehe. Es war und ist nicht ausgereift, das ist mir auch klar. Nichtsdestotrotz glaube ich an das Projekt und ich als Autor werde mich hinsetzen und wahrscheinlich wieder etwas schreiben. Habe da auch schon einen entsprechenden
eine entsprechende Vorlage auch eingereicht an der einen oder anderen Stelle. Das wird nicht mehr Dritter Stock links heißen, es wird etwas anders heißen, aber es wird mit diesem Ensemble in dieser gleichen Verrücktheit wieder etwas geben, sofern es das Fernsehen irgendwo ausstrahlen möchte, und ansonsten gehen wir halt ins Netz. Und ansonsten noch, jetzt kommen noch zwei Fragen, ansonsten dieses Jahr. Planst du noch irgendwas oder wird das jetzt ganz süchtig? Naja, was heißt, also jetzt plane ich erstmal zwei Wochen frei. Also ich habe ab morgen, also ab nach dieser heute Show habe ich dann zwei Wochen frei, und dann gibt es halt, sag ich mal, meine Live-Touren, ne? Hier überall, wo es halt geht. Und dazu werde ich noch in der heute Show dreimal auftreten. Puffers Happy Hour kommen wieder zwei Folgen. Und ja, beim Herrn Sträter im Männerhaushalt werde ich nächste Woche erscheinen. Ja. Jetzt sind es noch zwei Fragen. Ja. Und zwar, du hast bei Puffpuffs Happy Hour, deswegen fiel mir das sehr gute ein. Sendung. Sehr gute Sendung natürlich. Du hattest ein Stand-Up-Programm, das hieß irgendwie Jetzt ist geil. Also war so, was ist denn jetzt so geil? Weil viele Leute sind ja einfach deprimiert. Ne? Viele Ach, sagen, ich hab keinen Bock mehr. Du, das reden wir uns doch auch ein. Das ist ja auch Teil meines Programms. Wir sitzen zu Hause und sagen, oh, ist ja alles scheiße. Und da muss man wirklich, man muss ja auch mal sagen, wir haben jetzt im Oktober hatten wir noch mal 20 Grad. Ist ja auch irgendwie geil. Für jedenfalls die, die gerne warmes Wetter haben und nicht zu nah an der Küste wohnen. Aber man muss auch mal sehen, was wir alles haben. Ne? Also es wird immer, wir brauchen das Grundeinkommen. Aber wir haben auch eigentlich schon sowas wie Grundeinkommen. Also das heißt, es fällt ja eigentlich keiner durchs Raster. Die Arbeitslosenquote ist so niedrig wie denn je. Man kann viele, wir leben in Sicherheit. Deutschland ist auf Platz 4, glaube ich, der Länder mit dem höchsten Glücksfaktor. Da kann man sich auch mal zu Hause hinsetzen, Schwiegersohn oder Schwiegertochter gesucht anmachen, dazu eine Pflichtflasche, weiß ich nicht, und sich einfach mal freuen, dass keine Bomben auf einen da niederprasseln und man auch jetzt nicht 120 Kilometer für einen Liter Milch gehen muss. Dementsprechend ist das eigentlich schon ganz geil. Was nicht heißen soll, dass es nicht auch irgendwelche Baustellen gibt. Aber die soll es auch immer geben, weil sonst das hat Leben auch nicht spannend. Okay. Jetzt kommt aber die letzte Frage. Jetzt kommen noch zwei Fragen. Jetzt kommt die, ne, jetzt kommt die letzte Frage. Wirklich? Ja. Wir machen zwei Fragen daraus, alles klar. Okay, wie feierst du Weihnachten? Das ist eine gute Frage, da haben wir uns erst vorgestern drüber unterhalten. Wir wissen es noch nicht genau. Wir machen immer einen Baum, das auf jeden Fall, aber der ist pottenhässlich. Also wir haben wirklich eine fast schon interne Meisterschaft. Jedes Jahr darf jeder, also meine Frau und ich, die hässlichste, seiner Meinung nach hässlichste Christbaumkugel, die es gibt, kaufen, und die wird an diesen Baum gehen. Und wir haben einen sehr hässlichen Baum mittlerweile, muss man schon sagen. Das machen wir jetzt seit Jahren. Und dann wird darunter halt geschenkt. Und wir machen, also wir leben den Konsumwahn mit. Und wenn nicht, und dann hocke ich dann da und baue mit meinem Sohn Lego. Meiner Tochter wahrscheinlich werden wir irgendwas malen oder sowas. Also ganz. Also du, bei uns ist im Grunde, es gibt drei goldene Regeln bei uns für den ersten Weihnachtsfeiertag. Das ist nicht rausgehen, nicht duschen und irgendwas Ungesundes zu essen. Das ist bei uns Weihnachten. Cool. Erster Weihnachtsfeiertag. Kann ich nur empfehlen. Ja. Jetzt muss ich ja die zweite Frage noch irgendwie reinpacken. Die hat aber damit was zu tun. Aha. Was ziehst du Weihnachten an? Ich habe in Facebook dieses... Es wird wieder ein Pullover geben. Weißt du, was ich meine? Es wird eine Überraschung geben. Ich wähle wieder ein Christmas-Pullover, ein Christmas-Sweater. Werde ich wieder bekommen und werde ihn tapfer tragen. Okay, mit Sternchen. Mal gucken, ob es der gleiche sein wird oder vielleicht was Neues. Liebe Gemeinde da draußen. Man muss ja auch überraschen. Der war so scharf. Ich kann ihn mehr. Ich hatte ihn auch Karneval an. Also, und da wurde ich mit diesem Pullover wieder erkannt. Ja? Sag, oh ja, der ist cool. Ja. Ist übrigens hullewarm, das Ding, weil es ist keine natürliche Faser. Ich dachte, das wäre so ein Onesie, weißt du? Nee, das ist es nicht. Nee. Nee. Die hatte ich auch für viel zu anstrengend. Ich meine, wenn du auf die Toilette musst, musst du dich einfach komplett nackt ausziehen. Das hat so ein bisschen was länger. Ja. So, aber damit müssten wir jetzt schließen. Sehr gerne. So, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass wir hier sein durften. Vielen lieben Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich werde morgen wahrscheinlich eh wieder Nachrichten gucken und sagen, da redest du mal mit dem drüber. Machen wir beim nächsten Mal. Machen wir. Super. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.